Sie rollen wieder die Straßenbahnen der Kasseler Verkehrsgesellschaft. Seit Montag war der öffentliche Nahverkehr regelrecht eingefroren. Alles stand still. Seit heute ist auf 3 Tram- und 2 Buslinien wieder Betrieb. Endlich, sagen einige Kassler. Meine Mitbewohner hatten alle Probleme, zur Arbeit zu kommen. Die waren jetzt alle im Homeoffice. Man hat ja auch so lange darauf hingewiesen, dass dieses Wetter so kommt. Und dann sah es, sag ich mal, für den Außenstehenden sah es dann wieder so aus, als wenn man doch überrascht wurde. Also ich fand es persönlich nicht so schlimm. Da, wo ich wohne, auf der Hasenhecke, sind wir quasi von der Rest der Stadt abgegrenzt. Da fährt keine Straßenbahn, kein Bus gerade. Noch immer sind Bautrupps im Einsatz, um Strecken freizuräumen. Gleisrillen müssen in Handarbeit enteist werden. Von den rund 100 Kilometern Schienen sind laut KVG jetzt noch etwa 30% verschneit. Warum hat es nicht schon früher einen Schienenersatzverkehr gegeben, fragt sich Rolf Maischke vom Verkehrsclub Deutschland. Das ist uns völlig unverständlich, denn die Straßen waren ja ab Montag schon wieder etwas geräumt, sodass LKWs fahren konnten und LKWs fahren können. Können auch Busse fahren, auch wenn nicht alle die Haltestellen nicht hätten angefahren werden können. Also eine Betriebsstilllegung für 5 Tage dürfte es mit Ausnahme von Streiks seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben haben in Kassel. Mangelnde Vorbereitung auf die angekündigten Schneemassen, das weist die KVG zurück. Schon am Freitag haben wir zusätzliches Personal mobilisiert. Wir haben Geräte bereit gemacht für den Winterdienst, mit Streusalz ausgestattet und so weiter. Und ab Sonntags waren die dann wirklich auch im Einsatz. Wir wollen ja auch nicht mit dem Betrieb anrollen und dann eine Stunde später, weil irgendwas passiert ist, wieder stoppen müssen. Sicherheit gehe vor. Ab Dienstag sollen weitere Linien in Kassel und im Umland ihren Betrieb aufnehmen. Bis dahin ist man mit Skiern vielleicht schneller unterwegs.